meine Damen und Herren, ich öffne die Sitzung. Offensichtlich, dass wir beschlussfähig sind. Und deshalb freue ich mich, dass wir zur letzten Halbzeit hier antreten, und zwar Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum mit dem Punkt 23, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Milieuschutzsatzung zur Erhaltung von Mietwohnungen 19-3068 zu 19-2551. Es beginnt der Kollege Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir legen Ihnen heute einen Gesetzentwurf vor, der das 2004 von der damaligen CDU-Alleinregierung außer Kraft gesetzte Wohnraumzweckentfremdungsverbot auf einem aktuellen Stand und erweitert wieder einführt. Unser Gesetzentwurf legt den Schwerpunkt auf die Zurückdrängung von spekulativem Leerstand und die Einschränkung der ebenfalls spekulativen Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnung in den 29 Städten Hessens mit erhöhtem Wohnungsbedarf nach der gültigen Kappungsgrenzenverordnung. Die Versorgung von Wohnraum, insbesondere mit preisgünstigen Mietwohnungen, ist im Rhein-Main-Gebiet sowie in Groß- und Universitätsstädten sehr schlecht, und sie verschlechtert sich in rasantem Tempo weiter. Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen für Familien und Rentner mit geringem bis durchschnittlichem Einkommen wird immer größer. Dies hat sich auch nach den zaghaften, viel zu kleinen Schritten der schwarz-grünen Landesregierung bis heute nicht gebessert. Die Zahl der Familien, die trotz Anspruchs auf eine Sozialwohnung nicht versorgt werden können, wächst weiter an und beträgt inzwischen über 45.000 registrierte Haushalte. Kein Wunder, dass sich doch der Bestand an Sozialwohnungen seit den 90er Jahren halbiert hat, und ein Ende der Abwärtsspirale ist weiterhin leider nicht in Sicht. Zu diesem Thema gehört auch, dass es in Hessen für 244.000 Studierende lediglich 6%, also nur 15.500 Wohnheimplätze gibt. Hier ist Hessen hinten, denn der Durchschnitt bei aller Bundesländer beträgt immerhin 10% für Studierende. Hinzu kommt, dass die langfristige Unterbringung von vielen Flüchtlingen in bezahlbare Wohnungen uns zudem vor große Herausforderungen stellt. Wir brauchen deshalb neben einer radikalen Wende beim Bau von Sozialwohnungen weitere umfassende Regelungen, welche die Situation auf dem Wohnungsmarkt entlasten. Als ein Baustein zur Verbesserung der Wohnungssituation, zumindest in den 29 Städten mit erhöhtem Wohnungsbedarf, sehen wir auch die Wiedereinführung des Zweckentfremdungsgesetzes mit dem Verbot von spekulativem Leerstand und der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen an. Dieses Gesetz wurde im Mai 2004 nach über 30 Jahren durch die damalige CDU-Alleinregierung unter Roland Koch unnötigerweise außer Kraft gesetzt. Hintergrund dieser Fehlentscheidung waren die damaligen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, insbesondere in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet. So wurde seinerzeit für die Stadt Frankfurt bis zum Jahr 2030 eine Bevölkerungszahl von 724.000 Einwohnerinnen und Einwohner angenommen, eine Zahl, die in diesem Jahr bereits erreicht werden wird. Neue Prognosen gehen nun in Frankfurt von 810.000 Einwohnern für 2030 aus. Gleiches gilt in der Entwicklung für die umliegenden Städte entsprechend. Nun wäre es aus unserer Sicht an der Zeit, endlich diesen damaligen Fehler aus dem Jahr 2004 wieder zu korrigieren. Unser Gesetzentwurf
orientiert sich im Wesentlichen an den bestehenden gesetzlichen Regelungen in Bayern und beinhaltet zudem Elemente aus Regelungen aus Berlin. Wir müssen also das Rad gar nicht neu erfinden, sondern können auf bestehende, erfolgreiche gesetzliche Regelungen in zahlreichen anderen Bundesländern zurückgreifen. Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir die betroffenen hessischen Kommunen dazu anhalten, eigene Satzungen gegen spekulativen Leerstand, gegen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen unter Anwendung der gültigen Regelung des § 172 Baugesetz und gegen die Umwandlung von Mietwohnungen in Büro entsprechend vorzugehen. Laut dem Wohnungsmarktbericht 2014 der Stadt Frankfurt stieg allein in einem Jahr, also von 2013 auf 2014, die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen um 35% auf insgesamt 574 Wohnungen an. Unser Gesetzentwurf beinhaltet deshalb auch Regelungen zum sogenannten Milieuschutz, wie ihn die SPD im vorliegenden Antrag auch fordert. Zu spekulativem Leerstand im Gesetzentwurf definiert, wenn Wohnraum länger als 6 Monate nicht bewohnt wird, gibt es leider keine offiziellen Statistiken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dies allein in Frankfurt auf mindestens 500 bis 1.000 intakte Wohnungen in allen Stadtteilen zutrifft. Die Umwandlung von Miet- in Büroraum findet trotz des anhaltenden großen Leerstands von Bürohäusern nach wie vor meist in den guten innerstädtischen Wohnlagen statt. Mit unserem Gesetzentwurf haben wir uns auf jene Kommunen beschränkt, die 2014 die in der Hessischen Kappungsgrenzenverordnung aufgenommen wurden. Denn gerade in diesen Kommunen wurde ja bereits akuter Handlungsbedarf auf dem Wohnungsmarkt festgestellt. Dabei sind wir uns durchaus bewusst, dass es eine ganze Reihe weiterer Kommunen gibt, die auch in diese Verordnung aufgenommen werden müssten. Ich denke z.B. an Eschborn, das auf dubiose Weise seine Aufnahme in die Verordnung unterlaufen hat, oder auch an die Stadt Maintal. Die angelegten Kriterien zur Ermittlung der Kommunen mit erhöhtem Wohnraumbedarf sind jedoch aus unserer Sicht eine rechtlich fundierte Grundlage für die notwendigen Eingriffe in das Eigentumsrecht, die ja hier über diese gesetzliche Regelung vorgenommen werden. Ergänzt haben wir unseren Entwurf, den zweckgebundenen Verbleib der Ordnungsgelder, die verhängt werden müssen, in den Kommunen für die Errichtung von Wohnraum sowie verschiedene Berichtspflichten der Kommunen, aber auch der Landesregierung gegenüber uns, was die Wohnraumsituation angeht und insbesondere die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Meine Damen und Herren, wir möchten, dass unser Gesetzentwurf dazu beiträgt, die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum in Hessen zu verbessern. Es ist zwar nur ein kleiner Beitrag, aber er wird sich sicher positiv auswirken auf die Wohnraumversorgung und auf die Preisstabilisierung in den entsprechenden Städten und Landkreisen. Darüber hinaus ist aber auch die präventive Wirkung des Gesetzes nicht zu unterschätzen. Die bisherigen Anstrengungen von Schwarz-Grün haben zwar einige gravierende Fehlentwicklungen von Schwarz-Gelb korrigiert, waren insgesamt jedoch viel zu zaghaft, als dass sie eine Trendwende auf dem Wohnungsmarkt auch nur ansatzweise hätten einleiten können. Die Wiedereinführung eines Gesetzes gegen Zweckentfremdung und Leerstand wäre hingegen ein wichtiger Schritt für eine verbesserte Versorgung
mit bezahlbarem Wohnraum. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Gesetzesberatung und die Expertenanhörung im Ausschuss. Ich denke, viele Menschen in Hessen werden den Fortgang dieser Gesetzesberatung genau verfolgen. Kollege Schaus, herzlichen Dank. Bevor wir weiterfahren in der Beratung, begrüße ich auf der Besuchertribüne den ungarischen Generalkonsul, Herrn Balázs Székner, der heute dem Hessischen Landtag einen Antrittsbesuch abstattet. Exzellenz, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. So, und jetzt kommt der Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beschäftigen uns heute mit einem Gesetzentwurf der Fraktion der LINKEN, die im Namen das Thema Zweckentfremdung von Wohnraum führt. Zunächst einmal möchte ich ganz klarstellen, dass wir als CDU-Fraktion gegen jegliche Zweckentfremdung von Wohnraum sind. Ich weise aber darauf hin, dass die derzeitige Rechtslage den Bauaufsichtsbehörden alle notwendigen Instrumente in die Hand gibt, um gegen Zweckentfremdung vorzugehen. Es ist so, dass eine Wohnung eben als Wohnraum genehmigt ist. Und dann darf sie in Hessen auch nur als Wohnraum genutzt werden. Man ist berechtigt, innerhalb der Wohnung bei einer Fläche bis zu 50% der Wohnung sie für eigene berufliche oder freiberufliche oder gewerbliche Zwecke zu nutzen. Das ist aber etwas, was in Ihrem Gesetzentwurf auch nach wie vor als Möglichkeit vorhanden ist. Und wenn Sie als Eigentümer einer Wohnung die Wohnung anderweitig nutzen, dann bedürfen Sie dafür einer bauaufsichtsrechtlichen Genehmigung. Und dann obliegt es der Kommune, ob sie in dem Gebiet, in dem sie die Wohnung haben, gewerbliche Tätigkeiten zulässt oder eben nicht zulässt. Das kann die Kommune durch einen Bebauungsplan bestimmen. Ich erinnere daran, dass beispielsweise in Frankfurt am Main auch mit dem jetzigen Recht dagegen vorgegangen werden kann, dass Mieter ihre Wohnungen nicht nur zum eigenen Wohnen nutzen, sondern untervermieten in Form von Ferienwohnungen. Auch die Ferienwohnungsnutzung ist eine nicht genehmigte Nutzung. Und auch hier ist es so, dass die entsprechenden Instrumente, die wir als Gesetzgeber gegeben haben, der Kommune ermöglichen, eine Zweckentfremdung von Wohnraum zu verhindern. Wenn das aber alles möglich ist, dann frage ich mich natürlich schon, was dieses Gesetz der LINKEN soll. Und wir haben uns deswegen das Gesetz mal sehr genau angeschaut. Und ich fange mal an mit Ihrer Problemstellung, wie Sie sie hier formuliert haben. Sie stellen nämlich die Behauptung auf, dass sich seit 2004 in Großstädten im Rhein-Main-Gebiet und in den Universitätsstädten der Leerstand an Wohnraum erhöht hätte. Das widerspricht jeglicher Erkenntnis, die die örtlichen Behörden haben. Wir haben festgestellt, dass nicht zuletzt aufgrund des Wohnungsdrucks, den wir haben, es kaum einen merklichen Leerstand in diesen Städten gibt. Es gibt zwar Leerstände, aber das sind mehr in ländlichen Regionen, in Regionen, wo die Nachfrage nicht so gut ist. Aber dass nun ausgerechnet seit 2004, wie Sie behaupten, in den Städten angeblich der Leerstand von Wohnungen sich erhöht haben soll, ist schon einmal eine Eingangsvoraussetzung, die nicht stimmt. Und das ist ja Ihre ganze Grundlage dieses Gesetzes. Also schon da, glaube ich, ziehen Sie es von der falschen Seite auf. Dann behaupten Sie weiter in diesem Vorwort, dass die Investoren in den 70er-Jahren z.B. in einigen Frankfurter Stadtteilen zur Umwandlung von Wohnraum geführt hätten und nennen da, dass aus Wohnvierteln im Westend wurden Bürogebiete. Ja, das waren ja nicht so, es war ja nicht so, dass die Eigentümer das von sich aus machen konnten,
sondern zunächst einmal hat der Satzungsgeber, nämlich die Stadt Frankfurt, Baugebiete und Baurechte denjenigen gegeben, das zu tun. Und wenn jetzt die gleichen zusätzliche Instrumente bekommen sollen wie eine Wohnraumzweckentfremdungsverordnung, glauben Sie denn, die würden in dem Fall an der Stelle anders entscheiden? Denn es ist ja nach wie vor dann im Ermessen der Kommune, ob sie ein bestimmtes Gebiet als Gewerbegebiet ausweist und Bürogebäude zulässt oder nicht. Und Sie sehen auch daran, dass diese Eingangsformulierung, die Sie gewählt haben, überhaupt nicht den Kern trifft und überhaupt nicht eine Grundlage sein kann, so etwas hier als Gesetz einzubringen. Und ich nenne dann unter Punkt B die von Ihnen angezeigte Lösung. Da schreiben Sie, auch die Beschränkung von Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu spekulativen Zwecken führt zum Erhalt von Mietwohnungen. Also zunächst einmal gibt es keine Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, weil jede Eigentumswohnung kann auch eine Mietwohnung sein. Insoweit ist das überhaupt kein Widerspruch. Was diskutiert wird, und insoweit stimmen auch Ihre Formulierungen weder hier im Vorblatt noch hinten im Gesetzestext, ist die Frage, ob ein Eigentümer eines Mehrfamilienhauses berechtigt ist, dies in Eigentumswohnungen aufzuteilen. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Mietrecht zu tun. Ein Mehrfamilienhaus kann unvermietet sein, und eine Eigentumswohnung kann unvermietet sein. Beides kann auch vermietet sein. Also, es geht nicht um Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, weil, wie gesagt, jede Eigentumswohnung kann sehr wohl auch eine Mietwohnung sein. Und die meisten Eigentumswohnungen in Frankfurt sind übrigens auch Mietwohnungen. Ich weise dann darauf hin, dass Sie in Ihrem Gesetzestext vorne erwähnt haben, Ihnen ging es darum, spekulativen Leerstand zu vermeiden. Wenn man jetzt aber in Ihr Gesetz hineinschaut, in den § 4 Absatz 3, da steht drin, Leerstand liegt nicht vor, wenn eine Wohnung veräußert werden soll und deshalb vorübergehend unbewohnbar ist oder leer steht. Also, ich meine, das ist ja der spekulative Leerstand, von dem Sie vorne sprechen, den Sie hinten wieder genehmigen. Also, auch da stimmt es nicht. Manchmal hilft es ja, sich mit dem Gesetz, was man hier einbringt, vielleicht auch vorher einmal intensiv zu beschäftigen, damit nicht so ein Unsinn hier eingebracht wird. In § 5 sprechen Sie ebenfalls von der eben genannten Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Da darf ich darauf hinweisen, dass wir als Land in dieser Frage gar keine Gesetzgebungskompetenz haben, sondern es ist so, dass § 172 des Baugesetzbuches vorsieht, dass Landesregierungen Verordnungen machen können, um Kommunen zu ermächtigen, wenn sie das für sinnvoll halten. Aber das ist sicherlich nicht eine Frage des Landesgesetzgebers. Insoweit schon aus diesem Grund könnte man dem überhaupt nicht zustimmen, weil das Land hier an dieser Stelle gar keine Gesetzgebungskompetenz hat. Ich weise dann darauf hin, dass Sie weitere Vorschläge machen, die im Endeffekt dazu führen würden, dass sich die Situation für die Vermieter und für die Mieter verschlechtern würden. Beispielsweise ist es so, dass in Ihrem Gesetzentwurf vorgesehen ist, eine Genehmigung für einen Abriss kann erteilt werden, wenn ein Ersatzwohnraum geschaffen wird. Und da legen Sie z.B. fest, dass familiengerechter Wohnraum regelmäßig nur durch eben solchen Wohnraum ersetzt werden kann. Das würde doch bedeuten, wenn jemand ein Grundstück hätte mit einem kleinen Gebäude, in dem es bisher zwei große Wohnungen gibt, die sicherlich als familiengerechter Wohnraum zu bezeichnen wäre, und er wollte dieses Gebäude abreißen und wollte z.B. ein erhebliches größeres Gebäude hinstellen mit kleinen Wohnungen, z.B. für Studenten, dass nach Ihrer Regelung das eben gar nicht möglich wäre. Auch das scheint mir ziemlicher Unsinn zu sein. Das nächste ist, dass Sie wollen, dass, wenn jemand ein Gebäude abreißt und dazu verpflichtet ist, Ersatzraum zu errichten, dass
dieser neu errichtete Ersatzraum nur vermietet werden darf, maximal mit der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das bedeutet doch de facto bei den heutigen Baupreisen, bei den heutigen Standards, die wir haben, dass keiner mehr ein altes Gebäude abreißen würde und durch ein größeres ersetzen würde. Denn mit den heutigen Neubaukosten kommen Sie eben mit der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht hin. Damit würden Sie doch eins erreichen, das wäre das Ende der Politik der Verdichtung in innerstädtischen Lagen. Wir arbeiten ja gerade daran, dass zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden soll, ohne dass im großen Maße zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden sollen. Wenn das aber richtig ist, dann kann man doch nicht verhindern, dass auf bisher wenig genutzten Grundstücken die Altsubstanz abgerissen wird und durch Neubau ersetzt wird. Genau das würden Sie mit dieser Forderung verhindern. Aber ich finde, das Dreisteste, was Sie hier machen, steckt in einem der letzten Paragraphen, in § 7. Da ist es nämlich so, dass Sie das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 des Grundgesetzes, einschränken wollen. Das steht so wörtlich hier in Ihrem Text drin. Das ist keine Interpretation, steht so drin. Und Sie wollen das Grundrecht auf Eigentum einschränken. Das kann man ja machen, aber dass nun ausgerechnet die Partei, die unter ihrem alten Namen SED die Stasi beauftragt hatte, in den Wohnungen der Menschen herumzuschnüffeln, das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung einschränken will, das zeigt meiner Ansicht nach die wahre Gesinnung dieser Linksextremisten. Meine Damen und Herren, ich glaube, wenn man sich das Gesetz anschaut, ist das Ergebnis, dass das Gegenteil dessen ist, was erreicht werden muss. Wir wollen ein investorenfreundliches Klima schaffen, damit Menschen in zusätzlichen Wohnraum investieren. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Vielen Dank, Kollege Caspar. Das Wort hat Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Ulrich Caspar, ja, gerade was den letzten Satz anbelangt, würde ich sagen, da sind wir sehr dicht beieinander. Nur die Frage, wir streiten uns halt ganz gerne mal darüber, über den Weg, wie das funktionieren kann, dass wir das Angebot verbreitern. Aber das haben wir an dieser Stelle ja schon öfters gemacht. Meine Damen und Herren, auch an dieser Stelle haben wir schon öfters gemacht, dieses Zweckentfremdungsgesetz der Linkspartei zu diskutieren. Wenn mich nicht alles täuscht, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal. An der Grundlage hat sich leider nicht so sehr viel verändert. Ein Zweckentfremdungsgesetz ist ein zutiefst gehender Eingriff in das Eigentumsrecht. Daher hatten wir auch beim letzten Mal schon festgestellt, dass das Verfassungsgericht dort erhebliche Hürden aufgebaut hat, wenn solch ein Zweckentfremdungsgesetz tatsächlich angewendet werden würde. Zum Beispiel sind erstmal im Vorfeld erhebliche Untersuchungen über den Markt und über den Bedarf überhaupt festzulegen. Meine Damen und Herren, der Kollege Caspar hat es eben auch schon ausgeführt. Diese Erhebungen, wie wir sie im Moment haben, würden wohl eher dazu führen, dass wir, selbst wenn wir ein Zweckentfremdungsgesetz hätten, es aber nicht angewendet werden kann. Die Querverweise und die gesetzlichen Grundlagen, die es damals in den 70er Jahren gegeben hat für ein Zweckentfremdungsgesetz, sind heute überhaupt nicht mehr in Kraft und könnten so auch nicht mehr alleine als Landesgesetz überhaupt Geltung verschafft werden, meine Damen und Herren. Das haben wir in den Anhörungen eigentlich schon einmal schön herausgearbeitet, und ich hatte eigentlich dann auch die Hoffnung, dass es damit jetzt ein Ende hat. Jetzt wollen Sie ein Satzungsrecht für die Kommunen hier durchsetzen. Ich weiß gar nicht, auf welche rechtliche Unsicherheit Sie hier die Kommunen schicken wollen mit solch einem Satzungsrecht, was ja überhaupt auf keiner rechtlichen Grundlage mehr basiert. Meine Damen und Herren, das ist schon unverantwortlich überhaupt den Kommunen gegenüber. Meine Damen und Herren, ja, stellen Sie sich einmal vor, Herr Schaus, die Kommune würde solch eine Satzung erlassen, und sie würde dann gerichtlich gekippt werden. Also die Blamage wäre wohl perfekt. Aber es ist auch eben auch inhaltlich falsch.
Es ist inhaltlich falsch, weil wir nicht darüber reden, ob jede Menge Investoren jetzt privaten Wohnungen in Büroflächen verwandeln wollen, sondern wir haben eher die Situation, vor allen Dingen in Frankfurt im Ballungsraum, dass wir sehr viele Büroflächen haben, die leer stehen und die man eigentlich zu Privatwohnungen gerne wechseln würde. Das ist die aktuelle Situation. Und wenn wir etwas erreichen wollen an dieser Stelle, dann diesen Eigentümern, die jetzt Büroflächen nicht mehr an den Markt unterbringen können, die Rechtssicherheit geben, dass sie, wenn sie gewandelt haben zu einer Privatwohnung, dann aber eines Tages auch wieder ohne Probleme zurückkommen können in gewerbliche Flächen. Zum Beispiel was die Stellplatzablösesummen anbelangt, dass man das einmal anerkennt, jawohl, das war eine Bürofläche, der Bedarf ist im Moment nicht da, ihr macht da jetzt eine Privatwohnung von, stellt die dem Wohnungsmarkt zur Verfügung, aber wenn der Markt sich eines Tages wieder ändern sollte, könnt ihr auch wieder zurückkehren zu einer Gewerbefläche. Das wäre Planungssicherheit für Investoren, meine Damen und Herren. Aber, lieber Uli Kasper, du hast dich wirklich intensiv ja schon mit dem Gesetz auseinandergesetzt. Das war schon eine Fleißarbeit im Vorfeld. Dafür vielen Dank. Ich glaube und befürchte aber nur, darum ging es der Linkspartei überhaupt nicht, sondern mehr darum, die GRÜNEN ein bisschen zu ärgern. Der Koalitionspartner der CDU hat seinerzeit, als wir in diesen Beratungen waren, wo ich gedacht habe, ja, die haben wir dann gleich auf unserer Seite, etwas anders reagiert. Er erklärt sich ein bisschen mit der Herkunft der GRÜNEN, mit ihren Wurzeln, die sich ja dann aus Hausbesetzerkämpfen auch in Frankfurt durchaus speisen. Also grüne Flaggschiff Joschka Fischer auch allen voran mit dabei. Da wurde auch das Eigentum schön mit Füßen getreten. Meine Damen und Herren, in dieser Gesetzesberatung habe ich dann eine grüne Fraktion erlebt, die durchaus sehr viel Sympathie entwickelt hat für solch ein Zweckentfremdungsgesetz und gar nicht so klar positioniert war. Da bin ich ja dann mal gespannt, wie jetzt die Beratungen im Ausschuss und bei einer Anhörung funktionieren werden. Ich glaube, das Gesetz ist dazu geeignet, um die GRÜNEN vor dem Kommunalwahl ein bisschen zu ärgern. Aber alleine sollte man solche Gesetze dann auch wirklich hier nur einbringen, wenn man auch wirklich davon überzeugt ist, dass sie auch mal in der Realität umgesetzt werden können und nicht um irgendwelche Kollegen zu ärgern. Meine Damen und Herren, ich habe es dem Kollegen Kasper eben schon gesagt, wir streiten uns gerne hier darüber, wie wir ein Angebot verbreitern können, wie wir mehr günstigen Wohnraum erstellen können. Unserer Auffassung nach, nach Auffassung der FDP, ist der Weg über Steuererhöhungen nicht der richtige. Es ist nicht der Weg über die Mietpreisbremse oder Fehlbelegungsabgabe der richtige. Es ist aus unserer Sicht auch nicht klug, die Stelle des Wohnungsbaukoordinators reinzugeben, wenn es ja gerade darum geht, neue Flächen zu heben. Meine Damen und Herren, geplant hat diese Landesregierung noch die Umlage für die Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs auf Investoren. Das alles hilft alleine nicht, um wirklich das Angebot zu verbreitern. Die Kräfte des Marktes funktionieren anders. Setzen wir eher darauf, dass wir sagen, wie sieht es aus bei Abschreibungsmöglichkeiten für die energetische Sanierung? Wie sieht es aus mit einer Gesetzesänderung für die BIMA, die über sehr viele attraktive Grundstücke verfügt? Hier hätte CDU und SPD im Bundestag eine entscheidende Mehrheit. Wie sieht es aus, auch die Infrastruktur im ländlichen Raum mit der des Ballungsraums zu verknüpfen? Ich alleine bin davon überzeugt, dass wir die Herausforderungen am Wohnungsmarkt nicht alleine im Ballungsraum lösen können. Wir müssen den ländlichen Raum mit einbeziehen. Dann wird ein Schuh draus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abg. Feldmayer. BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich würde Herrn Lenders ausnahmsweise einmal recht geben. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch der Kommunalwahl und dem Kommunalwahlkampf geschuldet, dass jetzt zum dritten Mal
dieses Gesetz aus der Taufe gehoben wurde. Ich habe dann einmal verglichen, ich glaube, 2012, 2008 und teilweise wirklich mit den identischen Textbausteinen. Jetzt haben Sie natürlich noch ein bisschen etwas geändert und ergänzt, aber ich sag mal, die Begründung, die Problemanalyse ist die gleiche wie 2012. Finde ich irgendwie interessant. Und Herr Kasper ist ja auch schon darauf eingegangen, dass die Problemanalyse nicht ganz richtig ist. Aber zunächst will ich einmal sagen, auch wir sind natürlich gegen eine Zweckentfremdung von Wohnungen. Die Menschen sollen in den Wohnungen wohnen und dort nicht arbeiten oder die sonst wie zweckentfremden. Und wir sind auch dagegen, dass Wohnungen leer stehen. Ich glaube, von der Intention her sind wir uns da durchaus auch einig. Und wir möchten auch, dass die Wohnungen alle möglichst erschwinglich und bezahlbar sind für alle Menschen. Und aus diesem Grund hat ja Ministerin Hinz, hat die Landesregierung, haben wir viele wohnungspolitische Maßnahmen schon bereits auf den Weg gebracht. Ich glaube, nach zwei Jahren so viele Dinge auf den Weg zu bringen, wie die Änderung des Wohnraumfördergesetzes mit mehr Sozialwohnungen, ein Programm für mittlere Einkommen und ein neues Programm für studentisches Wohnen, ich glaube, das ist schon beachtlich, was hier schon alles geleistet worden ist, meine Damen und Herren. Das Ganze ist unterfüttert mit einer Summe von 1 Milliarde € für den Wohnungsbau. Damit sind wir auch im Ländervergleich hervorragend aufgestellt. Deswegen bedanke ich mich auch noch einmal für die Vorlage, dass wir hier zum Thema Wohnungspolitik reden dürfen. Wir haben auch die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, was den Kommunen auch wieder den nötigen Handlungsspielraum gibt, den finanziellen Handlungsspielraum, weil die Kommunen brauchen ganz wichtig dieses Instrument, um weiter und mehr soziale Wohnungen bauen zu können. Ich glaube nämlich nicht, dass allein die Lösung ist, die wohnungspolitischen Probleme anzugehen, dass man jetzt nur Verbote oder wohnungspolitischen Maßnahmen einrichtet, wie das Wohnraumzweckentfremdungsverbot, was Sie jetzt hier vorgebracht haben, sondern ich glaube, wir müssen verstärkt daran arbeiten, dass mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Aber natürlich muss man auch schauen, was die Mietpreise angeht, dass die nicht an die Decke gehen. Und wir wissen ganz genau, im Ballungsraum Rhein-Main, in den Städten wie Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, da sind die Mietpreise explodiert. Gerade bei den Neuvermietungen war es exorbitant, was passiert ist. Aus diesem Grund hat die Landesregierung auch hier gehandelt. Hier ist die Kappungsgrenzenverordnung eingerichtet worden, und hier ist die Mietpreisbremse gekommen. Also auch hier ist die Landesregierung hervorragend aufgestellt. Und nicht nur zaghafte wohnungspolitische Initiativen sind gestartet worden, Herr Schaus, wie Sie gesagt haben, sondern wirklich ganz, ganz Beachtliches. Herr Kasper ist schon darauf eingegangen, dass die Problembeschreibung in Ihrem Gesetzentwurf, ich sage mal, falsch ist. Ich habe mich darüber sehr gewundert, dass dort gesagt wird in dem Vorblatt, es gäbe so viel Leerstand im Rhein-Main-Gebiet, was zu Wohnungsspekulationen führt. Also muss ich wirklich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Das ist ja das Problem, dass wir zu wenig Leerstand haben in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet. Und wenn wir diesen Leerstand nicht hätten, 1,9 % hat das Institut für Wohnen und Umwelt herausgefunden, 1,9 %, sonst hätten wir überhaupt nicht die Mietpreisbremsverordnung einführen können und die Kappungsgrenzverordnung. Wir sind bei 1,9 % Leerstand. Das ist wirklich minimal. Und aus diesem Grund, Herr Kasper hat schon gesagt, ist auch die Grundlage Ihres Gesetzes falsch. Auf der anderen Seite haben wir ein riesiges Überangebot an Gewerbeflächen. Dort haben wir Leerstand, ich glaube, 1,5 Millionen Quadratmeter stehen leer in Frankfurt. Ich glaube, da muss man rangehen. Da muss man rangehen, und das machen wir auch schon als Landesregierung mit dem Wohnungsprogramm im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms, was unterlegt ist mit 230 Millionen €. Dort können ja Wohnungen umgewandelt werden mit dem Geld. Dort können ja neue Gebäude errichtet werden, aber da können auch Gebäude gekauft werden. Das heißt, dieses Programm gibt die Möglichkeit, eben auch von Landesseite aus diese Gewerbeflächen umzuwandeln in den dringend benötigten Wohnraum. Und von daher hat die Landesregierung auch hier gehandelt.
Aber nicht nur die Landesregierung ist schon aktiv dabei, dass Gewerbeflächen umgewandelt werden in Wohnungsbau. Auch die Stadt Frankfurt, ich glaube, die steht ja vor allen Dingen bei dieser Debatte auch im Fokus. Die Stadt Frankfurt hat hier gehandelt. Die Stadt Frankfurt hat ein Programm aufgelegt, Redevelopment, was es ermöglicht, mit Unterstützung der Stadt Gewerbeflächen umzuwandeln in Mietwohnungsbau. Und von daher glaube ich, ist das Gesetz, was Sie hier vorgelegt haben, der Gesetzentwurf, ja, ich würde jetzt mal fast sagen, etwas überflüssig an der Stelle, weil dort können die Kommunen schon handeln und die Landesregierung handelt bereits. Jetzt komme ich zu dem, was Sie auch in Ihrem Gesetz drin haben, nämlich die Milieuschutzsatzungen. Die SPD hat es auch in ihrem Antrag drin. Milieuschutzsatzungen sollen damit möglich werden. Mit dem Gesetzentwurf Milieuschutzsatzungen gibt es schon, wie wir alle wissen. In Frankfurt gibt es, glaube ich, 7 an der Zahl. Und diese Milieuschutzsatzungen sind, glaube ich, seit 1 oder 1,5 Jahren auf dem Weg. Das heißt, also für diesen Teil braucht man auch keinen Gesetzentwurf. Die Kommunen haben die Möglichkeit, mit einer Milieuschutzsatzung auch einzugreifen in den angespannten Wohnungsmarkt und das zu tun, was man ja will, nämlich eine heterogene Bevölkerungsstruktur in den angesagten Stadtvierteln erhalten. Dort handelt die Stadt Frankfurt bereits. Die Milieuschutzsatzungen sind auf dem Weg gegen Luxussanierung, gegen Zusammenlegung von Wohnraum, gegen die sogenannten vergoldeten Wasserhähne. Da wird ganz viel bereits gemacht. Und zudem hat die Stadt Frankfurt in diesen Gebieten sich ein Vorkaufsrecht einberaumen lassen. Das heißt, wenn es droht, dass Immobilien veräußert werden und dann Luxussanierungen kommen, dann kann die Stadt Frankfurt mit ihrem Vorkaufsrecht drohen. Dieses Vorkaufsrecht, das hat die Vergangenheit gezeigt, wirkt auch schon präventiv. Wenn das droht, dann nehmen viele Immobilienhändler, die eine Immobilie weiterentwickeln wollen, dann auch ihr Angebot zurück. Also, die Kommunen haben die Möglichkeit, hier schon ganz viel zu tun. Wir tun viel in diesem Bereich. Und von daher bin ich mal gespannt auf die Beratungen im Ausschuss. Ich sage nicht, dass es alles falsch ist. Ich sage nicht, die Intention dieses Gesetzentwurfs ist falsch. Ich glaube, wir alle sind gut beraten, bei dem angespannten Wohnungsmarkt, den wir haben, und den Problemen auf dem Wohnungsmarkt, sich auch alle Instrumentarien anzuschauen. Wir müssen genau hinschauen. Reicht das, was wir gemacht haben in Hessen? Wir müssen das beobachten, wir müssen weiterschauen. Und wenn es neue Anforderungen gibt, glaube ich, dann müssen wir auch schauen, sind die zielführend, sind die effektiv oder nicht. Und in diesem Sinne, sage ich mal, werden wir uns dann natürlich auch die Anhörung, in die Anhörung gehen und werden schauen und kritisch hinterfragen, ob das, was Sie vorhaben, effektiv ist, effektiv einwirken kann auf den Wohnungsmarkt. In diesem Sinne freue ich mich auch auf die Beratungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wildmeier. Das Wort hat der Abg. Siebel, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Martina, herzlichen Dank, dass du wenigstens auf unseren Antrag eingegangen bist. Aber es ist immer wieder schön, dass wir im Hessischen Landtag über das gemeinsame Bemühen reden können und dürfen, dass der Mietwohnungsbau in Hessen anzukurbeln ist, dass es um die Sicherung von Mietwohnungen geht und dass es natürlich auch darum geht, dass dort, wo Missbrauch vorkommt, dieser Missbrauch auch eingeschränkt wird und verhindert wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es steht, glaube ich, auch außer Zweifel, dass nicht alle, die als Investoren in diesem Marktsegment unterwegs sind, der grundgesetzlichen Festlegung das Eigentum verpflichtet, in vollem Umgang gerecht werden und auch dieses Eigentum gemeinwohlorientiert einsetzen. Es gibt diese schwarzen Schafe, es gibt natürlich Leerstand, und es gibt auch in Hessen Vermieter, die Renovierungen hinauszögern, die Mieter schikanieren. Und das, was es an Leerstandsmeldern gibt, ist, glaube ich, auch Ausdruck davon, dass das nicht irgendwie eine herbeigeredete Realität ist, sondern dass das tatsächlich auch stattfindet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Lösungsvorschlag, den haben wir in unserem Antrag der SPD-Fraktion niedergelegt, ist die Forderung, eine eigene
Milieuschutzsatzung im Rahmen einer Verordnung. Da hat Herr Kasper recht. Es gibt keine Gesetzgebungsinitiative des Hessischen Landtags in dem Sinn. Das finde ich schade, weil ansonsten könnte man hier zu einer Anhörung machen, sondern dass wir sagen, die Landesregierung soll im Rahmen einer Verordnung Milieuschutzsatzungen ermöglichen, die den Erhalt von Mietwohnungen sicherstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist gesagt worden, auch von Herrn Kasper, dass dieses möglich ist, eine solche Umwandlungsverordnung auf der Basis des 172 des Baugesetzbuches zu erlassen. Das heißt, dass in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten und damit in den Orten, in denen die Mieten überdurchschnittlich hoch sind, Umwandlung von Wohnraum in Eigentum zumindest unter Kontrolle steht. Das ist das richtige Mittel, neben der Mietpreisbremse tatsächlich auch die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu verhindern. Und es ist ein, jetzt, ich will das nicht überhöhen, es ist ein Baustein, der mit dazu beiträgt, dass wir den Mietbestand auch zu vernünftigen Mieten erhalten können. Von daher, das ist unser Vorschlag, über eine Milieuschutzsatzung initiativ zu werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Milieuschutzsatzungen sind beispielsweise schon seit etlichen, seit vielen Monaten in Berlin eingeführt. Dort entscheiden im Übrigen auch die Bezirksregierungen darüber, wie sie praktiziert werden. Das ist auch unterschiedlich. Das muss man auch unterschiedlich zu Bezirken, zu Quartieren auf Hessen bezogen machen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass eine solche Maßnahme natürlich auch in enger Absprache mit den Kommunen passiert, wie so vieles auch im Wohnungsbau sehr eng abgestimmt werden muss, weil es von Quartier zu Quartier unterschiedlich ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Hamburg haben wir bereits seit 3 Jahren eine Milieuschutzsatzung. Dort wurde durch die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen wurde diese Quote um 75% gesenkt. Und im Übrigen trägt die Milieuschutzsatzung auch dazu bei, dass die Struktur von Wohngebieten erhalten bleibt. Das heißt, es ist eine der tatsächlich wirkenden Maßnahmen, um Gentrifizierung entgegenzuwirken. Ich glaube, das ist auch etwas, wenn man sozusagen ins Feinziselierte geht, was mit zu beachten ist. Ich habe es jetzt einmal ein bisschen andersherum gemacht. Ich habe mit unserem Vorschlag angefangen. Jetzt komme ich einmal zur Initiative der LINKEN und der Kern dessen, was ihr da in dem Gesetz niedergeschrieben habt, ist ja schon die Zweckentfremdung, also die Bezugnahme auch auf das Gesetz aus dem Jahre 2004. Kollege Schaus, liebe Kolleginnen, es ist so, dass wir nun ja auch einmal ein bisschen recherchiert haben. Ist das ein tatsächliches und wirkliches Problem, dass im relevanten Umfang Mietwohnungen in Gewerbeflächen umgewandelt werden? Wenn ich es richtig sehe, ja, gibt es in einigen wenigen Stadtteilen von Frankfurt diese Entwicklung. Allerdings in den meisten, auch verdichteten Räumen, passiert das Gegenteil. Also in meiner Heimatstadt zum Beispiel wird relevant Büroraum in Mietwohnungen umgewandelt, weil schlicht und ergreifend bei dem Überangebot, was wir momentan an Büroraum haben, die Eigentümer, Besitzer und Investoren in dem Bereich diesen Weg auch gehen. Und von daher könnte es sein, und darüber müsste man noch einmal dann in der Anhörung auch die Leute, die entsprechenden Daten dazu haben, befragen, könnte es sein, dass mit diesem Gesetzentwurf, dessen Kern ja die Zweckentfremdung ist, ein Problem bekämpft werden soll, was eigentlich, was die Zahlen und Daten und Fakten angeht, gar kein Problem ist. Ich will das einmal so in aller Vorsicht angedenk der philosophischen Bemerkung meiner Kollegin Daniela Sommer auch sagen, es kann sein, dass ich mich an der Stelle irre mit meiner Einschätzung. Aber dazu haben wir ja dann Fachleute, die dieses Irren so auflösen können. Und so.
Ja, diese Bemerkungen werden uns noch öfter begleiten hier in diesem Plenum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will zusammenfassend sagen, wir schlagen eine Milieuschutzsatzung vor. Diese verhindert die Umwandlung von Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen und wirkt somit in Verbindung mit der Mietpreisbremse kostendämpfend. Zweitens. Eine Milieuschutzsatzung ist in Städten mit einer angespannten Wohnungssituation erprobt und anerkannt. Wir begeben uns also damit nicht in irgendwelches nebulöses Neuland, sondern das gibt es und das funktioniert. Drittens. Es ist eine Maßnahme der Quartiers- und Stadtentwicklung und dient der Erhaltung der Bewohnerstruktur, wirkt insofern der Gentrifizierung entgegen. Und viertens und letztens. Über deren Einführung können und sollen die Kommunen letztendlich entscheiden. Das halten wir für den besseren Weg, dem Problem zu begegnen, was ich beschrieben habe. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Caspar. Frau Präsidentin, Herr Kollege Siebel, Sie haben sich ja eben beschwert, dass sich niemand zu Ihrem Antrag geäußert hat. Vielleicht lag es ja daran, dass Sie, obwohl Antragsteller, erst zum Schluss gesprochen haben. Aber gleichwohl, jetzt ist ja die Gelegenheit, noch einmal sich dazu zu äußern. Also, es stimmt im Gegensatz zu dem Gesetzentwurf der LINKEN bei dem, was Sie formal beantragen. Das ist immerhin formal möglich. Allerdings die qualitativen Lücken treten dann bei der Begründung im erheblichen Maße auf. Das geht damit los, dass Sie davon sprechen, dass in bestimmten Gebieten die Situation zusätzlich durch die Umwandlung von Wohnraum in Eigentum verschärft wird. Also zunächst einmal, Wohnraum bleibt Wohnraum. Egal, ob es ein Mehrfamilienhaus ist oder eine Eigentumswohnung. Das Zweite ist, dass Sie auch davon sprechen, das haben Sie auch hier vom Pult getan, aber auch in der Begründung, da reden Sie auch von der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Da hatte ich auch darauf hingewiesen, dass das kein Gegensatz ist, weil bekanntlich jede Eigentumswohnung auch eine Mietwohnung sein kann. Worum es geht, ist, dass der Bundesgesetzgeber in den 50er Jahren die Möglichkeit eingeführt hat, dass bisher ein großer Eigentümer, der viele Wohnungen hat, dass das Haus aufgeteilt werden kann. Und dadurch können viele einzelne Eigentümer Eigentümer werden. Und mich wundert schon, dass ausgerechnet die SPD, die sich ja sonst immer für Vermögensverteilung einsetzt, nun zum Hüter des Großeigentums im Immobilienbestand wird und Probleme damit hat, dass der Mittelstand und weniger Vermögende in Eigentum kommen. Insoweit glaube ich doch recht unlogisch, vor allem wenn Sie es noch damit begründen, dass das ein Problem der Gentrifizierung wäre. Denn das Problem der Menschen, die in bestimmten Stadtteilen leben, ist ja das, dass sie zwar momentan ein hohes Einkommen haben, das aber vielleicht im Alter, wenn sie nicht mehr tätig sind, zurückgeht. Parallel Kollege dazu, Caspar, bitte kommen Sie zum Schluss. Vielen Dank, mache ich. Parallel dazu gehen aber dann die Mieten hoch, während wenn sie dort, wo sie bleiben wollen, die Wohnung kaufen, dann sind sie davor geschützt, dass sie höhere Mieten in Zukunft haben, und dann können sie in ihrem Stadtteil wohnen bleiben. Dann kriegt er auch ein bisschen mehr. Kollege Siebel zur Erwiderung. Herr Kollege Caspar, es geht um einen relativ einfachen Sachverhalt. Ob man dadurch, dass Mietwohnungen, das heißt Wohnungen, bei denen ein Mieter Miete bezahlt, umgewandelt werden in Eigentumswohnungen. Es ist doch selbstredend, dass in Eigentumswohnungen eher die Vermögenden einziehen und in Mietwohnungen eher die weniger Vermögenden einziehen. Und das wollen wir verhindern. Ich weiß nicht, ob Sie solche Stadtteile nicht kennen. Aber zumindest in meiner Heimatstadt gibt es Stadtteile, wo durch kontinuierliche Umwandlung in Eigentumswohnungen sich die Zusammensetzung dieser Stadtteile so maßgeblich verändert hat, dass das nicht in unserem Sinne sein kann, zumindest nicht in deren Sinne. Die wollen, dass auch unterschiedliche Menschen in solchen Stadtteilen wohnen.
Wer das nicht will, der folgt einem bestimmten Interesse von denen, die im Wesentlichen auch Eigentumsbildung für diejenigen, die sich das in den Stadtteilen, von denen wir reden, wir reden nicht von Hersfeld, sondern wir reden von Frankfurt, die sich das leisten können, denen haben Sie mit Ihrem Beitrag hier das Wort geredet. Vielen Dank. Als nächstes spricht Staatsministerin Hinz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es stellt sich aus meiner Sicht auch die Frage, ob dieser Gesetzentwurf der LINKEN und auch der Antrag der SPD zur gegenwärtigen Situation auf dem Wohnungsmarkt passt und ob es die richtigen Instrumente sind, die wir zusätzlich im Moment brauchen. Es gibt derzeit, meine Damen und Herren, keine Hinweise darauf, dass sich der spekulative Leerstand erhöht hat. Ganz im Gegenteil. Wir hatten ja das Gesetz zum Verbot der Umwandlung von Wohnungen in Büro- oder Gewerberäume. Und wir haben heute eine ganz andere Situation in Hessen, vor allen Dingen im Rhein-Main-Gebiet. Da haben wir ein solch hohes Überangebot an Büroräumen. Die Kollegin Feldmayer hat bereits darauf hingewiesen. Allein im Frankfurter Stadtgebiet stehen schätzungsweise 1,5 Millionen Quadratmeter Bürofläche leer. Deswegen werden Büroflächen derzeit in Wohnungen umgewandelt. In Frankfurt z.B. jedes Jahr mindestens 500 Büros zu Wohnungen. Seit 2008 wurden auf diesem Weg mehr als 3.500 Wohnungen gewonnen. Auch die soziale Wohnraumförderung profitiert davon, dass Gewerbe- und Büroflächen umgewandelt werden. Zwei aktuelle Beispiele. Das ehemalige Arbeitsgericht in Wiesbaden wird gerade in 87 Studentenapartments umgebaut. Und in Offenbach entsteht auf dem alten Gelände von MAN Roland ein neues urbanes Quartier mit 172 Wohnungen, darunter 50 geförderte Sozialwohnungen. Und das ehemalige Siemens-Gelände in Frankfurt wird jetzt auch bebaut, auch mit einem hohen Anteil von Sozialwohnungen, unter anderem durch die Nassauische Heimstätte. Sie sehen also, die Umwandlung von Büroraum und Gewerberaum in Wohnraum leistet einen wichtigen Beitrag zur Verringerung des Wohnungsmangels, gerade auch für Menschen, die wenig Geld haben, um sich hochpreisige Wohnungen zu leisten. Deswegen ist es höchst fraglich, ob es eines solchen Gesetzentwurfs bedarf, wie die LINKEN hier vorgelegt hat. Auch der Leerstand von Wohnraum ist in angespannten Wohnungsmärkten kein Thema. Vor allen Dingen in Südhessen haben wir eine Leerstandsquote von weit unter 3%. Das heißt, wir haben in diesen Regionen keinen nennenswerten spekulativen Leerstand. Das müssen Sie einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Die Landesregierung hat eine Reihe von wirkungsvollen Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Mieterinnen und Mieter in Hessen besser zu schützen. Zum Beispiel die Kappungsgrenzenverordnung. Da dürfen in 29 Gemeinden die Bestandsmiete nicht mehr als 15% innerhalb von 3 Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete steigen. Oder die neue Mietpreisbremse. Die gilt in 16 Kommunen, bei denen die Miete bei der Wiedervermietung von Wohnungen maximal 10% steigen darf. Und wissen Sie, was das jeweilige Kriterium ist, damit diese Verordnungen dort greifen, nämlich die Leerstandsquote? Die muss gering sein, weil das nämlich Ausdruck von Wohnraummangel ist. Deswegen würde Ihr Gesetzentwurf da gar nicht greifen, wo Sie so tun, als müsste man
zusätzlich Wohnraum schaffen, indem man die Umwandlung verbietet, nämlich im Rhein-Main-Ballungsraum. Also auch von daher ist Ihr Gesetzentwurf höchst fraglich in der Wirkung. Sehr verehrte Abgeordnete, wir haben auch die Kündigungssperrfristverordnung verlängert. Sie bietet guten Schutz in neun hessischen Kommunen, bei denen bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen bei Kündigungen eine verlängerte Kündigungsfrist von 5 Jahren gilt. Die Stadt Frankfurt hat Erhaltungssatzungen als Milieuschutzsatzungen beschlossen. Das heißt, auch hier gibt es noch zusätzlichen Schutz. Ich glaube, dass wir diese Wirkungen erst einmal abwarten sollten, bevor wir wiederum zu neuen Instrumenten greifen. Wir haben jetzt innerhalb von 2 Jahren so viel Neues auf den Weg gebracht. Jetzt greift ab Juli auch noch die Fehlbelegungsabgabe, mit der dann die Kommunen wieder zusätzlich auch Wohnraum fördern können. Ich glaube, dass da auch das Hauptaugenmerk drauf liegen muss in den nächsten Jahren. Wir brauchen Zuschüsse und Darlehen dafür, dass zusätzliche Wohnungen gebaut werden. Das ist der Hauptfokus unserer Anstrengungen in der nächsten Zeit. Ich bin sehr dankbar den Fraktionen hier im Landtag, den Mehrheitsfraktionen, dass sie mir 1 Milliarde € für diese Wahlperiode zur Verfügung stellen, um damit hoffentlich etwa 10.000 Wohnungen zu bauen in der sozialen Wohnraumförderung. Und dazu kommen ja auch noch die Wohnungsbautätigkeit der nassauischen Heimstätte, die gerade auch im Ballungsraum bezahlbaren Wohnraum zusätzlich schaffen soll. Ich glaube, das sind die wirkungsvollsten Instrumente, die wir derzeit haben und die wir zunächst einmal einsetzen sollten. Darüber hinaus haben wir die Allianz für Wohnen eingerichtet. Dort wird ja nicht nur diskutiert über Instrumente, wie z.B. wie man kostengünstiger bauen kann, eventuell auch durch standardisiertes Bauen, oder wie man zu mehr Flächen kommt, gerade im Ballungsraum, damit dort zusätzliche Wohnungen gebaut werden können. Es gibt jetzt auch noch einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Thema steuerliche Anreize für Investoren zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums. Auch diesen werden wir konstruktiv begleiten. Ich glaube, dass dieser Fächer von Instrumenten, den ich jetzt aufgemacht habe, Ihnen zeigt, wie viele Anstrengungen bereits unternommen werden. Und wir sollten die Wirkungen in der Konsequenz jetzt erst einmal abwarten, bevor wir am Ende Instrumente noch in die Hand nehmen, die am Ende zum Gegenteil führen, nämlich dazu, dass Investoren eher abgeschreckt werden. Aber ich glaube, dass wir darüber in der Anhörung und der Auswertung im Ausschuss noch genügend Gelegenheit haben, vertiefend darüber zu diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schaus. Redezeit 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich gebe zu, dass wir uns mit einem sehr komplexen Thema beschäftigen. Ich bin all denjenigen dankbar, Herrn Siebel, auch Frau Feldmayer, dass Sie die eigenen Unsicherheiten, die es dabei gibt, in manchen Fällen bei unterschiedlicher Bewertung auch angesprochen haben. Ich bin nicht überrascht, sage ich mal, Herr Caspar, dass ich den Eindruck hatte, Ihre Argumentation sozusagen, die ist eher von Haus und Grund. Das überrascht mich nicht. Ich sage mal nur als Gegensatz, unsere Argumentation, und da bekenne ich mich zu, die ist eher bei Mieterbund. Das macht sozusagen den Unterschied in dieser Diskussion auch aus und damit natürlich auch die Weichenstellung.
Meine Damen und Herren, ich will ausdrücklich darauf hinweisen, bei diesem komplexen Thema, und es ist in der Tat komplex, weil es ganz, ganz viele Auswirkungen hat, das haben wir auch bei der Entwicklung dieses Gesetzentwurfs, der ja ganz anders aussieht, viel weiterentwickelt als den, den wir 2012 vorgelegt haben, mit den Experten, und zwar mit Experten, die auch noch Erfahrung mit dem Wohnraum, mit dem Wohnraumzweckentfremdungsgesetz bis 2004 hatten, auch praktische Erfahrungen hatten, noch einmal diskutiert. Und das ist auch alles eingeflossen. So. Nun mag es sein, dass die Vorbemerkung an einer einen oder anderen Stelle vielleicht etwas zu kurz gegriffen hat, aber die Vorbemerkung ist nicht das Gesetz, Herr Caspar, sondern das Gesetz sind die Paragraphen und so, wie es zu interpretieren ist. Und insofern will ich nur einmal darauf hinweisen, bei all denjenigen, die sozusagen als Gegenargument hier eingebracht haben, die Leerstandsquote, auch Sie, Frau Ministerin, haben das ja jetzt angesprochen, die Leerstandsquote, sei sie nun 1,9 in Frankfurt oder 3 sozusagen in der südhessischen Region, ist nicht als Gegenargument zu verwenden zu Thema Leerstand, der sozusagen aus spekulativen Zwecken vorgenommen wird, weil die Leerstandsquote erfasst dies überhaupt nicht. Die Frage des spekulativen Leerstands ist mit Sicherheit weniger als die angesprochenen Prozent, weit weniger. Aber alleine, wenn Sie einmal in den Leerstandsmelder von Frankfurt reingucken, wie viele Hunderte von Wohnungen Sie dort finden, wo steht, steht seit 2 Jahren leer, steht seit 3 Jahren leer und so weiter, ist zumindest ein Indiz. Und unser Gesetzentwurf bietet die Möglichkeit, soll auch die Möglichkeit bieten, der jeweiligen Kommune hier tätig zu werden. Und dass es notwendig ist, Herr Caspar, sozusagen Grundrechte einzuschränken, um als Behörde überprüfen zu können, in einer Wohnung reingehen zu können und zu dürfen, um zu schauen, was ist denn nun? Ist die umgewandelt von Miet- in Büroraum? Oder ist die leerstehend? Ist die überhaupt noch sozusagen vermietbar? Das ist doch der Hintergrund. Und das sind die, und das ist auch in vergleichbaren Gesetzen, meine Damen und Herren, hören Sie genau zu, das ist auch in vergleichbaren Gesetzen anderer Bundesländer, in Bayern, in Baden-Württemberg, in Berlin, in Hamburg und in der Verordnung von Nordrhein-Westfalen natürlich selbstverständlich enthalten. Also tun Sie doch bitte nicht so, als gäbe das nicht, als gäbe es keine Zweckentfremdung und so weiter. Ich will Ihnen an der Stelle, was die Frage von Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnung nur vorhalten, dass im Wohnungsmarktbericht der Stadt Frankfurt am Main auf der Seite 38, ich darf zitieren, Folgendes steht. Seitens der Stadt Frankfurt werden die Umwandlungen nicht nur positiv gesehen. Die von den Investoren durchgeführten vollständigen Modernisierungen, in Klammer Luxusmodernisierung, führen auch zu Mietverdrängung und einer Sekretion der Bevölkerung. Genau darum geht es. Und da hat Ihr Dezernent in Frankfurt doch durchaus recht, wenn er so etwas formuliert, und wir sagen, dann lass uns das auch auf der gesetzlichen Ebene angehen und die Kommunen. Und jetzt kommt es. Und jetzt geht es nicht nur um Frankfurt, sondern auch um die anderen Kommunen, die unter die Kappungsgrenzenverordnung fallen, dann auch, ich sage mal, ein Stückchen mehr anzuschieben, ein Stückchen mehr verbindlich zu verpflichten, in dieser Frage auch Satzungen zu entwickeln und zu erlassen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf die Anhörung, weil ich finde schon, dass wir auf jeden Fall auch Vertreter aus den jeweiligen Bundesländern, die hier Erfahrungen haben, einladen sollen und müssen, und z.B. auch Vertreter der Stadt München, die ja eine entsprechende Satzung, so wie wir sie vorsehen, haben, schon seit Jahren, und die selber sagen, das ist wichtig, das ist ein Erfolgsmodell. Und insofern, möglicherweise werden die noch höher, Herr Caspar. Möglicherweise werden Kollege die noch Schaus, höher, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Wenn Sie diese Regelung nicht hätten. Also, mit anderen Worten, ich finde, man muss eine sachbezogene Diskussion reingehen. Und da ist einiges durcheinandergeschmissen worden hier in den Redebeiträgen. Aber das können wir dann in der Expertenanhörung alles nachholen. Danke. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen.
Dann wird der Gesetzentwurf 3068 aus 19 für ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum ist eingebracht worden und wird zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den ULA überwiesen. In den ULA überwiesen wird auch Tagesordnungspunkt 23, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Milieuschutzsatzung zur Erhaltung von Mietwohnungen, Drucksache 2551 aus 19.